Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Dungeon Cemetery 11 mit einem Fuß im Grab. Ja, und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir sie befreien können, die Liebe. Die sich ja dummerweise selbst da reingebuxiert hat. Okay, wie kriege ich das hier raus? Wahrscheinlich, wenn ich das hier auch kriege. Und wir sollen ja hier irgendwas machen können. Ach, wir haben... ein weiteres Amulett hier. Ein Tuch. Ich glaube, mit dem Tuch können wir das hier machen. Ach, Brandpfeile. Okay. Aber wozu brauche ich die Brandpfeile, sage ich mir. Für das hier, oder wie? Auch nicht schon wieder, ihr Fledermäuse. Weg mit euch. Ihr stört nur. So, da kann man der Vogel wieder helfen. Jetzt? Mit dem Bogen kann ich die markierten Abschnitte herunterholen. Okay, mit dem Bogen wieder. Und der Vogel wieder helfen und das hier holen. Dann kriegen wir das Ding aus der Wand auch schon mal. So. Das ist sogar das letzte Amulett, das wir brauchen, um sie zu befreien. It's still hard to breathe. And something's holding me here. Maybe it's connected to these symbols. Frage nach der Bedeutung der Symbole. Frank used to study similar symbols. You've got to find him. Here, take my whip. It can help you climb out through the hole. Okay. And tell him that I... Interesting symbols. Despite my extensive immortal experience, I've never seen these before. I assume these form the comet spirit's original name. If Frank truly understands their meaning, then you must hurry. Willie's time is running out. And Karen as well. Auf jeden Fall. Habe ich ein Foto gemacht? Ah, da ist eine Karte, wo er sein, wo der Frank ist. Und wir haben ja auch Teile schon zusammen, dass es ein Enterhaken werden kann. Bin ich sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, welches Loch ist gemeint. Ich meine, hier auf die Karte kann ich ja mal kurz linsen. Dann weiß ich auch wohin. Das Loch wahrscheinlich. Oh je. Wir dann die roten Punkte müssen in den grünen Bereich sein. Na. So, und jetzt haben wir, können wir nach oben. Oh je, ich muss schon wieder... Birke, Stern und rotes Moos. Rotes Moos haben wir hier. Ich muss denn in eine Birke? Haben wir eine Birke? Und Stern. Hier. Oh weh, Ameisenhaufen. Okay, die Tanne habe ich schon mal gefunden, den Bienenstock auch, den Ameisenhaufen habe ich auch gefunden. Wahrscheinlich bahnen wir uns gerade einen Weg durch den Wald, vermute ich jetzt mal. Specht? Ein Symbol. Da sind die Symbole.
Muss aber sagen, den Specht habe ich jetzt erst gesehen. Und die Pilze. So, Lagerfeuer und Turm. Turm habe ich auf der linken Seite irgendwo gesehen. Da ist das Lagerfeuer, da ist der Turm. Wenn man los die Fahne. Ach, wir müssen die Fahnenteile finden. Da ist die Fahne. Und wir sind durch. Gut. Hier ist sicher, Frank. Ich muss nur erst ins Haus. Gott, ist das laut. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Versuche die Tür aufzubrechen. Klopfe an. Frank kann mich nicht hören. Ich muss die Klingel benutzen. Kaputte Türklingel. Lass mich raten. Die müssen wir erstmal reparieren. Ich wollte jetzt nicht auf den Spalt, ich wollte eigentlich hier hin. Die Klinge ist kaputt, ich muss sie reparieren. Okay, dann müssen wir schauen, dass wir es irgendwie repariert kriegen. Wenn ich ein Messer oder sowas hätte, könnte ich das entfernen. Ja, leider haben wir das nicht. Hier hängt auch noch was dran. Ein Becher mit bisschen Wasser. Ich glaube, da kommt der Schlüssel dann rein, vermute ich mal. So, kann ich jetzt wieder das hier hinhängen und das hier hängen? Ich glaube nicht, muss ich selber reinfolge. Okay, jetzt ist offen. Hallöchen. Good evening. Excuse the mess. I wasn't expecting company. Erzähl ihm, was mit Lily geschehen ist. What? Nobody knows about that temple. How do I know you're not lying? Gib ihm das Foto. No, Lily, I'm coming, darling. Erinnere ihn an die Symbole. Hmm. Yeah, I guess you're right. We can't save her with brute force. A few years ago, when I was studying the ancient settlement near the tombs, I found a box. There was a set of tokens with these symbols laying nearby. Unfortunately, I couldn't open the box. It had a lock with a strange eye shape. Leg ihm den Schlüssel aus der Grabstätte. This key might fit. I'll get the box. You get the tokens. They're in a safe inside the closet. The key's on the table. Jo. Don't distract me. We're short on time. Ja, ja. Er sagte, ich... Ja, den Schlüssel. Müssen wir mehrere Schlüssel natürlich finden. Was mache ich jetzt mit der... Ach, wahrscheinlich damit. So. Zack, da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Ah, da brauchen wir eine Büroklammer. Da ist ein Schlüssel. Da mal ein... Da auch, da auch. Da mal die Büroklammer. Da mal auch ein... Da mal ein Schlüssel. Da mal ein Schlüssel. Da mal ein Schlüssel. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Öffne den Käfig. Ich öffne den Käfig. Mal ganz ehrlich, auch wenn es eine Maus ist, die hat das nicht verdient, da eingesperrt zu sein. Mute mal der hier. Ach, jetzt muss ich Paare finden, oder was? Okay, das war jetzt merkwürdig. You gotta be kidding me. That was my spare key. I dropped the original key in the fountain near the museum. If you can't get it, we can't open the safe. Ja, was ist mit ihr hier? Itachi, der erste weibliche Häuptling. Das ist Itachi, aber sie trägt einen schönen Kopfschmuck. Vielleicht bei denen auch ein paar Federn fehlen. Was haben wir hier? Amerika ist verschwunden.
Was sagt die Karte? Wo muss ich hin? Hierhin wieder. Und die Frage, was soll ich hier draußen machen? Ah, schaut mal. Die andere Feder. Kopfschmuck hier raussetzen. Dann lass mir raten, ich muss dich in die richtige Position bringen. Oder nach Farbe sortieren, vermute ich mal. Achso, ich bin doch doof. Hier sind doch die Farben. Da kann man jetzt wirklich sagen, dass ich ein bisschen doof jetzt war. Alter, jetzt tausch doch aus. Stimmt's doch, oder? Rot? Ah, das hat sich geöffnet hier. Jetzt? 5 Rot. Gelb 3. Das müsste das hier sein. Einmal. Das 6-mal. Na komm. Blau 2-mal. Das 4-mal. Wir kriegen das hier. Was ist das? Torstück. Drehe die Schlossfragmente so, dass sie ineinander passen. Fange in der Mitte an, wähle die Fragmente aus, um sie zu drehen. Alright. Hätte die Gebrüder, right? Ja, ich weiß, das war der schlechteste Wortwitz ever. Was muss ich mich denn da halten? An das hier wahrscheinlich. So, das ist offen und Herzhacke hat ihn am Brunnen verloren, den Schlüssel. Gut, mehr kann ich hier nicht finden, also zurück hier da. Here it is. Give me the key. Ich wollte den. Hallo, ich will dir den Schlüssel geben. Und das wieder, da können wir gegen ihn spielen. Oh. Ja, da haben wir hier ein bisschen Kacheln, wieder Mahjong und so. Oh ja, mein liebes Lieschen. Bilde die Felder mit Kacheln aus, um den richtigen Namen des Seelenschluckers herauszufinden. Nebeneinander liegende Symbole müssen zusammenpassen. Ich möchte entspannt, dankeschön. Obwohl mir das entspannt wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie helfen wird. Kann ich auch die irgendwie drehen? Okay, hier sind die, wo so nach oben gerichtet sind und hier sind die, wo seitlich gelegen sind. Okay, das wird nicht leicht. Auch wenn es jetzt entspannter Modus ist. Es wird definitiv nicht leicht. Und diesmal kann ich auch nicht raten oder sowas. Okay, das ist schon mal falsch, weil es gibt hier keinen. Oder doch, hier, ich wollte schon sagen, es gibt keinen hier. Das kann schon mal nicht stimmen so, weil wir bräuchten jetzt eins, wo so ein grünes ist, eins, wo so ein blaues ist. Oder man hat es hier.
komplett grünes haben wir nicht, also kann das schon mal nicht stimmen. Also ich rate jetzt bloß, also ich bin in solchen Sachen nicht so sonderlich gut. Okay, haben wir sowas noch in Lila hier? Nein, also ist das schon mal falsch. Ist das schon mal falsch, weil wir bräuchten ja eins, was in den Lila hier in die Richtung geht. Also müsste es eigentlich quasi das hier sein. Das hier sein. Aber so seitwärts lila, grün haben wir nicht in der Richtung, oder? Nee, haben wir nicht. Müsste ich jetzt die hier wieder rausnehmen? Das hier leider auch. Muss ich das jetzt hier so nehmen? Und das hier so? Ja, dann haben wir auch wieder dieses Lila. Müsste ich das jetzt wieder das hier nehmen? So, Freunde, jetzt haben wir es mal. Wir waren auf einem guten Weg. Keine Frage. Ich werde das Ganze jetzt aber mit einer Hilfe machen. Weil überspringen will ich es nicht. Und warum rechtfertige ich mich, weil ich dumm bin? Keine Ahnung. Nee, dumm bin ich nicht. Aber ich will es ja euch zeigen und ich will es ja nicht überspringen. Ich war auf einem guten Weg, aber ich habe den falschen Weg genommen. Also ich zeige euch jetzt einfach, wie es richtig gemacht wird. Mit einer kleinen Hilfe, wie gesagt. Ich habe schon... Also ich will mich kurz erklären. Ich weiß, ich muss das nicht, aber ich tue es trotzdem. Es geht darum, ich habe schon mal in einem Bimmelbild LP oder mehrere Bimmelbild-LPs erklärt, dass ich, wenn ich bei einem Rätsel nicht weiterkomme, es aber nicht überspringen möchte, euch trotzdem den richtigen Weg zeige. Und das mache ich hiermit jetzt auch. Weil ihr wollt ja schließlich das Ganze lösen, ja? Und jeder, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, dass ich es nicht persönlich nehme, soll jetzt auch kein Angriff sein, aber jeder Depp kann Rätsel überspringen. Und dazu braucht man kein Let's Play dazu machen, wenn man die Rätsel überspringt. Deswegen zeige ich euch jetzt hier, wie man es richtig machen soll. Ich sag auch einfach mal, woher ich diese Lösung habe. Ich habe in YouTube jetzt haufenweise Walkthroughs, also komplett voll aufgenommene Wimmelbild-Spiele. Und da habe ich eins gefunden, wo derjenige den Teil, den ich jetzt hier auch gerade spiele, spielt. Ich weiß nicht, ob es eine Serie R ist, aber jedenfalls sieht man das, wie es gemacht wird. Und so zeige ich euch das jetzt auch mal. Einfach das als Guide nutzen. Ich nutze das Video, was ich hier gefunden habe, als Guide, falls ich mal nicht weiterkommen sollte. So, und da ist der letzte Stein. Also so nachmachen, wie es jetzt hier ist. Ich muss ein Foto machen. That's the spirit's original name. We have to... That won't help you save them. We won't let you. Ich schütte das Wasser aus deiner Tasse ins Feuer. Wirf das Wasser auf Frank. From
what I've seen, you found an efficient way to fight the comet's spirit's manifestations. However, I don't think that will stop him for long. I can't repair your equipment, but you'll need this photo. Now save Lily. Das ist hier die Magie des Sarkophags. Sonst kann ich hier nichts mehr machen. Okay. Okay, mal sehen, wo ist denn das hier? Das. Dann das hier. Das hier, das komische A. Und das hier. Und sie ist frei. I didn't think I'd ever wake up again. Thanks again. This amulet was inside the sarcophagus. It must have been created to keep something or someone locked inside. So, dann habe ich sie einmal sie befreit. So, aber meine Lieben, ich mache jetzt hier an dieser Stelle Feierabend. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, die Folge. Wie gesagt, was die Rätsel angeht, das mache ich jetzt auch öfters, wenn ich bei einem Rätsel nicht weiterkommen sollte, ich es aber nicht überspringen möchte oder lösen möchte, werde ich es erstmal ein bisschen versuchen, mal schauen, ob ich es alleine schaffe. Wenn es dann nicht möglich ist, dann nutze ich einen Guide oder sowas ähnliches. Danke euch fürs Zuschauen.